Das also ist Perus, ein alter Waldenserort von 1699. Die Waldenser waren französische Glaubensflüchtlinge, die über Italien hierher kamen. Sie waren Kritiker der katholischen Kirche. Sie gründeten Perus und pflanzten, was es hier nicht gab, nämlich Kartoffeln. Tja, die Waldenser brachten die Kartoffel ins württembergische Herzogtum. Haben Sie schon wieder eine Bude? Guten Tag. Ja, ich bin hier heute als erstes mal auf dem Kartoffelhof, denn Kartoffeln spielen noch immer eine große Rolle in Perus. Und man kann sogar sagen, dass es ohne die Waldenser keinen schwäbischen Kartoffelsalat geben würde. Das hat mir die Familie Wesso erzählt, mit der ich mich jetzt hier verabredet habe. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Frau Hallo. Guten Morgen. Grüß Gott. Familie Wesso gehört zu den direkten Nachkommen der Waldenser. Wie auch die Bäuerin Elsa Schenk. Der Kartoffelanbau ist hier eine Familientradition. Das heißt ja, dass es ohne die Waldenser kein schwäbischer Kartoffelsalat gäbe, gell? Ja. Aber sagt man hier eigentlich Kartoffel oder auch? Wir Grombiere sagen wir. Ha, ja, bei uns sind es Grombiere. Genau. Und Grombiere-Salat und Grombiere-Brei. Genau. Und Grombiere-Super. Ja, waren die Waldenser dann hier willkommen, wenn sie sogar die Kartoffel mitgebracht haben? Was ganz Neues, sehr Nahrhaftes? Also willkommen waren sie bestimmt nicht, trotz Kartoffel. Durch die vielen Jahre der Flucht waren sie arm, bettelarm und hatten kaum Kleider. Also beliebt waren sie auf keinen Fall. Um über die Runden zu kommen, bauten die Waldenser neben den Kartoffeln auch noch Kraut an. Und hier? Und das ist Sauerkraut, das ist 2,5 Kilo. Mhm. Da ist der Sohn gerade dabei. Der Sohn dort gerade abfüllen. Heute ist Perus bekannt für sein Sauerkraut und das Sauerkrautfest. An der Hauptstraße sehen wir die historischen Häuschen der Waldenser. Auch Familiennamen sind geblieben. Das ist ja die Familie Wesso. Schreibt sich ja aber eigentlich so. Also eigentlich Vincent. Sprechen Sie sich auch manchmal noch Vincent aus? Also ich spreche mich als Misch aus. Mischung aus Französisch und Schwäbisch. Sie haben ja damals immer noch von den Deutschen gesprochen. Sie waren die Waldenser, dass die anderen waren die Deutschen. Durften die rein zu Ihnen ins Dorf? Nein. Nein? Es war nicht erlaubt, dass ein Deutscher, sich hier ansiedelt. Nur wenn er eventuell einen Handwerksberuf hat, Schmied oder Wagner, die wurden dann gebraucht. Und die Liebe, nehme ich an, die hat auch ihr Schärflein dazu beigetragen, oder? Mhm. Ganz klar. Mhm. Die deutschen Jungs, die waren ganz begeistert von den schwarzhaarigen Mädels. Noch heute ist die Familie durch den Glauben der Waldenser geprägt, auch wenn sie längst zur evangelischen Kirche gehören. Deshalb besuchen sie immer noch Gottesdienste der Waldenser in Italien direkt. Ganz schlicht, oder? Ja, ganz typisch eben. Mhm. Man kann es auch hier erkennen, es liegt hier noch die alte französische Bibel aus 1702. Man kann es auch erkennen, hier ganz gut, dass das eine französische Bibel ist. Damit ist Dorothea Wesso aufgewachsen. Und sie will in dieser Gemeinde für immer bleiben. Oder aber? Alternativ Italien, ganz klar. Ganz klar, ja. Gut, ich bin mit einem Waldenser aus Italien verheiratet. Genau. Die Waldenserkirche ist bis heute das Wahrzeichen von Perus.